Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es um die FIBO 2019, was ich persönlich für mich davon mitgenommen habe und was ich so für mich erkannt habe. Also viel Spaß beim Video. Ja, und zwar, ihr habt es schon gesehen, wenn ihr FIBO 2019 eingebt, was da präsentiert wird. Das heißt, da steht der Brutalste, der Krasseste, der bla bla bla. Und Ärsche klatschen und hier und da. Und das ist etwas, was mir dieses Jahr richtig krass gegen den Strich gegangen ist. So dieses Oberflächliche und dieses, ja, auch wie mit Frauen umgegangen wird und so. Das ist echt etwas, womit ich mich gar nicht mehr identifizieren kann. So. Und ja, das fand ich sehr, sehr erschreckend dieses Jahr. Ich möchte alle Athleten davon ausnehmen, die wirklich auf die Bühne gehen, die Powerlifting machen, die Calisthenics machen und so weiter. Und ich rede wirklich eher von den anderen Leuten, die sich dann jetzt angesprochen fühlen. Ja, ich finde es persönlich gar nicht schön, wie das sich so entwickelt hat. Fitness wird nicht so richtig als ganzheitlich betrachtet, was es eigentlich ja letztendlich ist. Ja, es geht um euren Geist, euer Mindset, es geht um das Körperliche, es geht um Gesundheit, es geht um, ja, auch ein bisschen Community, Zusammenhalt und so. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich bei uns am Breakletics Stand einfach mega krass fand. Die Leute, die zu uns gekommen sind, Fotos gemacht haben, die sich gefreut haben, uns zu sehen und so. Die wir motiviert haben, wieder mit Sport anzufangen und so. Das ist krass, das ist geil und das ist das, was ich auf jeden Fall bewirken will. Und ich denke, viele bei uns aus dem Team auch. Und bei mir rattert es immer noch so ein bisschen, was die FIBO angeht und wie ich weiter verfahren möchte, auf jeden Fall im Bereich auch YouTube, Social Media und Fitness. Was ich einfach scheiße fand, also ich sage es einfach offen, wie ich das meine, von vielen Leuten die Oberflächlichkeit, dieses, es geht nur höher, schneller, weiter, krasser, brutaler, so. Und mit Sicherheit nicht alle, aber wenn ihr so YouTube guckt, jedes Video heißt so einfach, ja. Klar gibt das Klicks und so, aber das kann es ja irgendwo nicht sein, das kann ja nicht alles sein, ja. Und ganz, ganz schlimm, auf jeden Fall, wie Frauen halt dargestellt werden, wie manche Frauen sich auch selber geben, so ein bisschen. Und nicht die Leute, die auf die Bühne gehen, wieder nochmal, das ist was ganz anderes, finde ich. Aber gerade die Leute, die sich nicht so krass mit dem Sport an sich identifizieren, die nehmen das falsch auf, die handeln falsch, was das angeht. Und das fand ich einfach echt nicht schön. Ja, den FIBO-Einblick aus meiner Perspektive bei LSP, OutKing und Breakletics habt ihr gesehen. Es war mega anstrengend, aber es war eine coole Zeit. Ich freue mich, bei beiden im Team zu sein und freue mich auf jeden Fall schon auf nächstes Jahr. Ich bin gespannt, wie sich alles entwickelt, ob die FIBO sich auch weiterentwickelt, wie YouTube, Social Media und so im Bereich Fitness sich weiterentwickelt. Und ja, das war mein kurzes FIBO-Statement. Ich wollte da nicht länger drauf rumhacken auch so, aber ich musste einfach meine Meinung dazu sagen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.